vorstellen, auch weil langweilig ist. Hallo ihr Lieben, Liebenden, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog mit Howl. Howl am Amazon war gerade da, amazing. Und ja, weil wir ja nicht viel erleben zurzeit, außer warten aufs Baby und Lockdown und Hebamme, kann ich euch zeigen, was wir bestellt haben bei amazing. Damit ich euch auch was zeigen kann. Ich bin gerade am Videoschneiden. Heute ist übrigens ET plus... Minus zwei, nicht plus zwei. Jedenfalls zwei Tage drüber. Ja, zwei Tage drüber. Heute ist der 18. Januar. Das, Mülleimer, Piss. Was? Ich sag hier, Mülleimer ist die Scheibe Wurst. Der 18. Januar, das heißt, heute kommt sie nicht, denn sie kommt an einem ungeraden Tag, weil das besser zu uns passt, weil wir alle an ungeraden Tagen Geburtstag haben. Dein Papa sagte morgen. Dein Papa sagt morgen. Ja, morgen ist ja dann der 19. Passt ja dann wieder. Ist okay. Ist okay, ist genehmigt. Heute haben wir auch wieder Hebammentermin. Ich muss jetzt alle zwei Tage zum Geburtshaus. Und wir fahren ja immer, je nachdem wie viel Verkehr ist, so dreiviertel Stunde, Stunde. Aber egal, nutzt nichts. Ja. Machen wir gerne, ja. Passt ja auch, wir haben ja eh nichts zu tun zurzeit. Ich muss essen, ich bin schon ganz fett, bin ich. Ja, ich habe schon ganz viel zugenommen. Schaut euch mal meinen dicken Bauch an. Und falls ihr euch fragt, was das ist. Das ist ja nicht so, nimmt es Murphy. Das ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die einen oder anderen werden das bestimmt kennen. Also, Salmiak-Pastillen kennt ihr wahrscheinlich alle. Oder die meisten. Aber früher als Kind haben wir uns das immer so auf die Hand geklebt mit Spucke. Das ist eigentlich richtig eklig, ne? Das habe ich jahrelang nicht mehr gemacht. Aber weil ich so viel Zeit habe, habe ich jetzt so beim hier Videoschneiden gedacht, machst du das mal wieder, wie früher. Und dann kann man es immer lecken. Da hat mein Papa mir beigebracht. Mein Papa hat gesagt, der hat das schon als Kind immer gemacht. Weiß ich nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das einige von euch auch kennen. Ja, so, jetzt packen wir mal aus. Ich habe euch ja jetzt hier gesagt, dass wir das machen. Muss ich euch mal eben hier abstellen. Ach so, soll ich auch was sagen, wie es mir geht? So schwanger, 40 plus 2. Mir geht's super, besser als 35 plus 2. Hast du auch nichts Verbotenes bestellt? Ach, das sind die Folien für dein neues Handy. Und ich habe was ganz Tolles bestellt. Ich habe mir was gegönnt. Mal wieder. Mal wieder. Nein, weil Sprossen. Ich mag gerne Sprossen. Und diese Alfa-Alfa oder Alfalfa-Sprossen, die gab es immer nur in diesen kleinen Kiepenkerl-Tüten. Das waren immer nur so kleine Tüten für 3 Euro oder so. Und dann hat man 2-3 Mal Sprossen sich gezüchtet und dann war die Tüte leer. Und das dann immer für ein paar Euro. Und jetzt habe ich ein Kilo für 100.000 Euro. Nein, 18 Euro. Oh. Ja, ist viel Geld, ich weiß. Es ist viel Geld, 18 Euro. Aber das ist ein Kilo. Da habe ich so lange Alfalfa-Sprossen. Ich esse sie so gerne im Salat oder so. Und wenn ich jetzt stille demnächst, das sind so gute Vitamine. Ja, ein Kilo Bio. Bio sogar, Keimsaat. Bio. Etti, gehen wir nicht auf den Cookie. Ja, super. Und hier ist noch was drin. Das ist für Etti. Ein Halsband. Weil er hat ja eigentlich ein Geschirr immer. Und manchmal müssen wir das halt waschen, dann kann man es nicht benutzen, weil es halt so siffig ist, wenn es geregnet hat oder so. Und eigentlich hatten wir immer ein Halsband, auch für mich, wenn er so seine Phasen hat und zieht. Dann gehe ich mit ihm mit dem Halsband, aber das ist spurlos disappeared. Vielleicht taucht es wieder auf. Ja, ist ja egal, dann haben wir halt 2. Das war jetzt reduziert von 12 Euro. Auf 100. Auf 6 Euro. Ich gedacht, das kann man sich mal leisten. Das geht. Und das ist braun. Das passt so schön zum Smurfy. Macht so gerne von Hunter. Alles von Amazon. Weil alles ist zu. Und morgen wird entschieden, noch länger bleibt alles zu. Wahrscheinlich. Bis August oder so. Oder bis 2047. Wir lassen uns überraschen.
Aber gut, dass wir Amazon haben. Da kann man sich alles bestellen. So. Ansonsten bin ich heute Morgen wieder aufgewacht. Und dann, weil ich mich so gut fühle, dann fühle ich direkt an meinem Bauch. Er ist noch da. Und dann denke ich immer, wieder nichts passiert. Wieder nichts passiert. Ja, ich gehe abends schlafen und denke, vielleicht wachst du ja heute Nacht auf. Und ist da. Nein, das ist da nicht. Das wäre auch cool. Plupp. Ich habe das einmal geträumt am Anfang der Schwangerschaft. Dass ich, Bernd lag neben mir im Bett und ich habe so gemacht und dann war das Kind da. Das war aber so 10. Woche oder so, ne? 12. Woche, weiß ich nicht. Das wäre cool. Nein, aber so, dass man mal aufwacht und die Blase ist geplatzt oder Wehen oder... Ich habe schon 7000 Schritte gemacht und das wäre jetzt 12 Uhr. Also ich schone mich nicht. Oder schone ich mich? Viel zu viel noch, ne? Der Bernd, sonst hat er immer gesagt, schon dich, ruh dich aus und so. Und jetzt jagt er mich immer. Ja, soll ich sagt, geh, schrubb jetzt die Treppen. Mhm. Geh bei den Nachbarn noch putzen. Beeil dich. Nein, macht er nicht. Wir haben heute Morgen hier zusammen, ne? Du hast das Sofa abgesaugt und ich habe den Boden gesaugt und von unterm Sofa mit meinem super Staubwedel unterm Sofa alles geholt. Hund abgesaugt. Den Hund haben wir nicht abgesaugt. Wir haben ja gesagt, also, oder ich habe euch mehrmals gesagt, dass ich versuche, alles vorzubereiten, quasi wenn es losgeht, dass hier, weil dann kommen ja Bernds Eltern hier hin, dass es hier einigermaßen ordentlich aussieht und so. Und dann haben wir ja gesagt, die kommt sowieso an einem Tag, wo nichts vorbereitet ist. Und gestern war Sonntag und gestern war nichts vorbereitet, ne? Doch, ja. Ja, ich habe schon aufgeräumt, wie immer. Die ja, auf. Aber wir haben nicht, ich, normal sauge ich jeden Tag. Haben wir nicht gemacht. Die Gäste-WC war nicht geputzt. Und so. Und da habe ich, das war meine große Hoffnung, dass es dann nachts losgeht, weil halt nicht vorbereitet war, aber auch nicht. Heute haben wir wieder... Er zieht sich aus. Ja. Hm? Wie immer. Ich muss ja sagen, zu Elvira, dann klingt sie wieder so ein Lustmolch. Nein, wir wissen, dass Elvira kein Lustmolch ist. Hast du gesagt? Ja. Jetzt die später, die umschütten mit deinem Laptop, bitte. Ja. Okay, geht schön. Leck dich weiter. Ich leck mich weiter. Ja gut, ich schneide jetzt mein Video und dann fahren wir nachher zur Hebamme und dann melde ich mich entweder dabei, bei der Hebamme oder danach oder weiß ich auch nicht. Ich melde mich nachher nochmal. So, ich mache jetzt Sprossen hier. Für die, die das noch nicht kennen, zeige ich euch das, wie ich das mache. Erstmal aufschneiden. Es gibt dafür auch extra Sprossengläser. So sehen die aus. Aber ich habe mir nie welche geholt. Ich mache das hier in so einem Ding. So. Und das sind schon echt viele. Und die weichen wir jetzt in Wasser ein. So. Und dann müssen die erstmal so in dem Wasser bleiben. Ich mache da jetzt Frischhaltefolie drauf. Diese Sprossengläser haben halt so einen Deckel mit Löchern drin. Das ist dann wie so ein Sieb, dass man das Wasser einfach so ausschütten kann. Ich mache die günstige Variante. Ein Gummi da drum. Bitte? Bei was? Achso. So. Und dann mache ich, habe ich hier so einen Maispiekser. Der hat zwei so dünne Nadeln vorne. Da mache ich jetzt einfach Löcher rein. Zack. Und dann kann ich das morgen auch einfach ausschütten. Das muss jetzt halt, habe ich schon gesagt, 24 Stunden da drin bleiben in dem Wasser. Und dann werden die morgens und abends gespült. Und dann immer abgießen das Wasser. Und dann in ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, ich glaube 5-6 Tage ungefähr, dann hat man Sprossen. Ich werde euch das in den Daily Vlogs weiter zeigen, wie die sich machen täglich. Zeig mal das Kind. Das Kind zeigen? Mhm. Das kommt raus. Ja.
Faust raus. Die ist wach auf jeden Fall. Ja. Tritt oder träumt ihre Walking Dead oder so zu viel geguckt. Ich weiß es nicht. Haben wir Paprika scharf noch irgendwo? Ja, unten in der Schublade, wo die Gewürze sind. Wir sind wieder zurück von der Hebamme, vom Geburtshaus. Und das ist so ein bisschen niedergeschlagen. Es war nicht so toll. Aber ja, ich erzähle euch das nachher in Ruhe. Wir machen jetzt Essen gerade. Wir haben nämlich Hunger. Und zwar gibt es Pommes und Currywurst. Ganz gesund heute. Nein, nicht wirklich, aber lecker und sättigend. Ja, so. Das lassen wir uns schmecken. Und dann melden wir uns gleich, oder ich, und dann erzähle ich euch, was los war. Ja, Calvino und ich spielen noch eine Runde Rommi. Und ich habe zwei Joker. Und wer ist schon wieder rausgekommen und zieht die Mutti ab? Der Calvino. Ja, ihr seht ja mein Blatt. Ja, ja, ja. Mach noch den Ton aus am Fernsehen. So, ich war jetzt noch eine Runde Daten oben mit Calvino. Ich kann das zwar nicht, aber egal. Hauptsache es macht Spaß und war lustig. Und jetzt wollte ich euch erzählen, was passiert ist bei der Hebamme. Also es ist gar nichts Schlimmes passiert, aber eigentlich war der Muttermund ja schon weich und die hat den ja letztes Mal so zur Mitte gezogen und da ist er auch immer noch, das ist gut, dass er da geblieben ist. Aber jetzt ist er halt wieder hart geworden. Und das war voll so, also jetzt geht es mir schon besser, aber so danach, nach dem Befund, war ich ziemlich niedergeschlagen. Ja? Ja, sehr grumpy. Sehr grumpy. Ja, weil erst hat sie gesagt, weil ich hatte ja dieses Blut und so am Samstag, also vor 2 Tagen, da hat sie gesagt, oh, das ist ja super, meistens 2, 3 Tage danach kommen die Kinder und dann war ich voll so, yeah. Und dann hat sie gesagt, der Muttermund ist wieder hart. Ja, sie hat gesagt, ich soll halt mich weiter belasten und entspannen, also halt spazieren gehen und mich nicht schonen oder so, aber halt wenn ich diese Buscopan-Zäpfchen, die ich weiter nehmen soll, 2-mal am Tag, dann soll ich mich danach halt ausruhen. Also eins nehme ich ja zur Nacht, da ruhe ich mich dann eh aus. Und ich soll heiß baden gehen. Ja, und dann wird das schon. Akupunktur hat sie wieder gemacht. Ja, und was war noch? Nichts, ne? Scharfes Essen, ja, das haben wir halt gesagt. Sie hat gesagt, sonst könnte man eigentlich nicht viel machen. Weil, also viele schreiben mir ja auch, ne, scharfes Essen, Treppen steigen und sowas alles. Aber das mache ich ja auch alles. Guck mal, was ich heute alles gemacht habe. Haushalt, gelaufen, viel sind wir, ne? Mhm. Treppen steigen, gleich wollten wir noch eine Runde tanzen. Mhm. Boogie-Boogie-Tanz. Boogie-Boogie-Tanz. Da sollte man nicht so sehr springen. Vielleicht fällt es ja dann einfach raus. Ja. Naja, ist ja, also es ist ja wirklich, mir geht's gut. Das habe ich euch ja auch schon mehrfach gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass es mir schlecht geht, dass ich das deswegen möchte, dass sie jetzt kommt, sondern einfach, damit diese 10 Tage nicht erreicht werden und dass ich halt im Geburtshaus entbinden kann. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn die im Geburtshaus sagen, jetzt kann ich da nicht mehr hin. Genau, und deswegen ist mir das so wichtig. Dass jetzt klappt. Zeit. Irgendwie ist schon die ganze Zeit meine Brille weg. Ich habe die jetzt, wie lange habe ich die jetzt schon nicht auf? Ich weiß es gar nicht. Wann habe ich die zuletzt aufgehabt? Ich suche die schon den halben Tag irgendwie. Keine Ahnung. Nee, so ist es zu dunkel. Oh, ja. Bernd ist nochmal unterwegs und ich habe jetzt hier die Küche ein bisschen aufgeräumt. Ihr wisst, ich versuche die ja immer so fertig zu machen, dass wenn es losgeht, dass es hier einigermaßen aussieht. So. Was ist das, das? Handy hat gepinkt. Wo ich euch heute mehrfach erzählt habe, dass es mir
so besser geht, als jetzt zum Beispiel in der 35. Woche und so, habe ich heute total die Wassereinlagerung. Aber so richtig mega. Meine Finger fühlen sich an, als ob die gleich platzen und die Beine sind bis zu den Oberschenkel richtig geschwollen. Spülmaschine noch angemacht. Die läuft zurzeit irgendwie zweimal am Tag hier. Ich weiß auch nicht warum. So, und jetzt lege ich die Beine hoch, bis der Bernd kommt. Und dann hoffe ich, dass wir unser Tänzchen machen. Und dass das was aktiviert, das Tänzchen. Versuchen kann man es ja mal. Smurfy, komm her. Jakob, komm kuscheln. So, komm her. Und dann gehe ich schön heiß baden, ganz entspannt. Ich habe die Hebamme extra gefragt, weil man soll ja eigentlich nicht heiß baden gehen. Och, Leute, sorry. So, was ist jetzt hier? Oder? Angie, leg dich hin. So, unter der Decke mit dir. Also jedenfalls habe ich die Hebamme extra gefragt. Und die hat gesagt, dass man bis zur 38. Woche nicht so heiß baden soll, weil das kann die Wehen auslösen, weil man sich dann halt so entspannt. Aber ab der 38. Woche oder jetzt sogar in der 41. Woche ist es ja genau das, was wir uns wünschen, dass ich mich entspanne und dass es die Wehen auslöst. Ja, und das werde ich nachher mal versuchen. Ja, und tanzen, weiß ich nicht. Jetzt ist schon so spät wieder, ob ich da nachher noch Lust zu habe. Mal gucken. Oh, okay, ihr Lieben. Ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, entweder sehen wir uns morgen in alter Frische oder heute Nacht. Je nachdem, wenn es losgeht, nehme ich euch sofort mit, die Kamera und so. Alles klar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.